Herzlich willkommen. Mit dem noch sehr am Beginn stehenden Projektentwicklungsgebiet Matzleinsdorfer Platz haben wir uns vergangene Woche im 10. Bezirk stadteinwärts gearbeitet. Heute wandern wir einen Kilometer weiter westlich ins bereits nahezu fertiggestellte Projektentwicklungsgebiet Sonnenviertel. Wie üblich starten wir mit einem Überblick hinsichtlich Lage, Nutzungsmix und Status des Projektentwicklungsgebietes, bevor wir uns auf den Weg zu unserem Lokalaugenschein vor Ort machen, um euch ein Gefühl für Flair und Stimmung des Projektentwicklungsgebietes zu geben. Im Anschluss kommen wir wieder ins Office zurück. Ich lasse die Projekte durch Immokalkulator laufen und analysiere die Zielgruppen. Das heute betrachtete Gebiet Sonnenviertel liegt in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes. Nur Gehminuten von der Grenze zu den inneren Bezirken entfernt entstehen hier insgesamt 5500 Wohnungen, für etwa 13.000 Menschen, 20.000 Arbeitsplätze, ein Bildungscampus sowie ein riesiger Park. Ab dem Jahr 2000 wurde der Begriff Sonnenviertel für das damals noch zukünftige Entwicklungsgebiet auf der Innenseite des 10. Bezirks eingeführt. 2004 wurde der Masterplan für das gesamte Areal im Wiener Gemeinderat beschlossen. Ab ca. 2010, also nach der Absiedelung des Südbahnhofes, wurden die ersten Projekte entwickelt. Die Eröffnung des Helmut-Zilk-Parks als Herzstück des Areals erfolgte 2016. Ein Großteil der Projekte ist bereits fertig entwickelt. Lediglich ein frei finanziertes Projekt ist noch im Laufen. Das letzte noch im Bau befindliche frei finanzierte Wohnprojekt im Sonnenviertel hört auf den Namen Quartierhaus Wogern und befindet sich auf der Ostseite des Sonnenviertels. Das Projekt ist zunächst aufgrund seiner Eigentümerstruktur spannend. So wird das Projekt von einer Genossenschaft errichtet, deren Genossenschafter dann auch selbst am Standort wohnen. Der Vorteil für die Bewohner ist, dass sie bereits sehr früh im Planungsprozess beteiligt sind. Theoretisch müsste das Projekt auch um den Developergewinn günstiger sein. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu unserem Vorortbesuch. Wir stehen hier an der Kreuzung Karl-Popper-Straße-Alfred-Adler-Straße, gewissermaßen am nördlichen Ende des Sonnenviertels. Herzstück des Viertels ist der riesige Helmut-Zilk-Park, sozusagen die grüne Lunge des Stadtteiles. Um uns herum sehen wir zahlreiche kürzlich fertiggestellte Neubauten, die teils gefördert, teils frei finanziert wurden. Wir gehen nun weiter zum besagten Projekt. Wir haben nun die Adresse Bloch-Bauer Promenade 13 erreicht. Hinter uns sehen wir das Projekt Quartierhaus Wogern. Im Wohnteil des Hauses werden zahlreiche kleinere Wohneinheiten mit Größen zwischen 25 und 35 Quadratmetern entstehen. Hinzu kommen großzügige Gemeinschaftsflächen. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns von hier und fahren zurück ins Office für die Nachbetrachtung. Willkommen zurück. Ich hoffe, unsere Projektbesichtigung hat euch gefallen. Kommen wir zunächst zu den Zielgruppen. Aufgrund der Besonderheit der genossenschaftlichen Struktur sind die Zielgruppen des Projektes primär durch den Wunsch, im Gemeinschaftseigentum und Selbstverwaltung zu leben, bestimmt. Rein lage- und anbindungstechnisch ist das Projekt für Menschen ideal, die in der Stadt arbeiten und fast täglich in die Arbeit müssen. Ebenso für Menschen, die häufig Dienstreisen per Bahn oder Flugzeug unternehmen. Basierend auf den Wohnungsgrößen dürfte es sich in aller Regel um Singles handeln, die in Gemeinschaft mit anderen Menschen leben möchten. Einen klassischen Miet- oder Kaufpreis gibt es für das Projekt, wie bereits angemerkt, nicht. Die Marktwerte für Mieten und Kaufpreise liegen laut Immokalkulator auf Basis der Marktangebotsdaten im Zeitraum Jänner bis März 2022 bei den oben rechts angeführten Werten. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen und ihr konntet einige spannende Informationen für euch mitnehmen. Der guten Ordnung halber unser Standardhinweis an dieser Stelle. Wir stehen in keinem wirtschaftlichen Naheverhältnis zu einem der Entwickler und unsere Analysen stellen weder eine Empfehlung zur Miete oder Kauf noch zu Nicht-Miete oder Nicht-Kauf dar. Wenn es euch gefallen hat, schenkt uns ein Like und abonniert unseren Kanal. So ist gesichert, dass ihr nie eine Analyse verpasst.